Hallo und herzlich willkommen im Ginhaus in Dresden. Ich bin Wilhelm Streich, ich bin der Barmanager vom Ginhaus. Und weil wir leider nicht für Sie zu Silvester da sein können, haben wir uns gedacht, wir stellen Ihnen mal zwei Rezepte vor, damit Sie auch zu Hause zu Silvester einfach schöne Drinks haben können. Das erste Rezept ist das Rezept für einen French 75. Das ist ein Drink, der basiert auf einem Gin Sour. Ein bisschen leichter und dafür aber mit einem Schuss Champagner getoppt. Alle Zutaten, die wir verwenden, haben wir extra darauf geachtet, dass Sie die irgendwo im Supermarkt bekommen. Als Beispiel im Rewe, da kaufe ich besonders gerne ein. Wir starten mit ein bisschen Zucker hier, in dem Fall Zuckersirup, auch im Supermarkt zu bekommen. Meistens als Rotzuckersirup. 1,5 cl brauchen wir pro Drink. Für Ihre Feier, Sie können natürlich vorbereiten, das jetzt einfach ein bisschen hochrechnen, das Ganze. Mal die Anzahl, wie viele Drinks Sie am Abend machen wollen, dann brauchen Sie das quasi nicht live mixen, sondern Sie können einfach das immer einschenken. So, dann machen wir 2,5 cl Zitronensaft und 4 cl Gin. Wir verwenden hier Number 3 Gin, klassischer London Dry Gin. Sie können aber alles verwenden, was Ihnen besonders gut schmeckt. Also je nachdem, welcher Geschmack mit reingebracht werden soll, der kommt natürlich durch. Dann das Ganze in einem möglichst großen Gefäß, einfach damit man besonders viel Eis reinbekommt. So, dann sollte man das so 30 bis, ich würde sagen, 45 Sekunden rühren. Dann bekommen wir auch ein bisschen Schmelzwasser in den Drink mit rein, weil sonst wird er einfach zu kräftig. Ich darf schon einen ganz kleinen Ticken verwässern. Wenn das Glas, in dem man rührt, außen beschlägt, dann ist es kalt genug. So, dann schenken Sie das Ganze einfach in Ihr favorisiertes Glas ein. Am besten ein Weinglas oder ein Champagnerglas. Das Ganze beiseite und dann einmal ein bisschen Champagner aufgießen. Hier in dem Fall verwenden wir jetzt Cremant, das ist die preisgünstigere Alternative zum Champagner. Zweiten Drink. Mein Name ist Thomas Lauer, ich bin Head Bartender in Ginhaus Dresden. Und der zweite Drink wird ein Negroni sein. Negroni ist ein eher kräftigerer, eher bitterer Drink, auch herber, vielleicht ein Drink davor. Das Ganze besteht aus Gin, Campari und roten Wermut. Das heißt, wir haben eigentlich nur alkoholische Zutaten. Also die Gesamtalkoholmenge wird deswegen nicht unbedingt größer, aber das Ganze wird ein bisschen konzentrierter und ein bisschen intensiver. Wir nehmen den gleichen Gin wie vorhin und davon brauchen wir 3 cl. So, und die Zutat, die auch die bittere Note mit reinbringt, dann nehmen wir den Campari. Das ist ein schöner Bitterlikör aus Italien. Dafür natürlich auch 3 cl. Und die dritte Zutat ist unser Wermut. In dem Fall haben wir Campari Classico. Wichtig ist, dass es ein süßer roter Wermut ist. Campari Classico ist nicht die einzige Option, die wir haben. Wir könnten auch zum Beispiel Antica Formula nehmen oder Cinzano oder Martini. Aber wie gesagt, Hauptsache wir haben einen süßen roten Wermut. Davon auch 3 cl. Von daher ist der Drink eigentlich sehr einfach zu merken, alles zu gleichen Teilen. Jetzt haben wir all unsere Zutaten in unserem Rührglas. Was uns jetzt übrig bleibt, ist den Drink zu rühren. Dafür brauchen wir so viel Eis wie möglich, weil mehr Eis bringt mehr Kühlung. Und was wir auch brauchen, was das Eis auch mitbringt, ist Verbesserung. Wir brauchen einfach nur irgendwas Langes, womit wir rühren können. Kann auch ein Sushi-Stäbchen sein, kann auch einfach nur ein anderer langer Löffel sein. Und das Ganze machen wir ungefähr 15, 20 Sekunden. Gerne auch länger, weil der Drink recht kräftig ist. Und da haben wir es ungefähr. Wichtig ist in dem Fall, wenn wir den Drink servieren, wollen wir das Eis, womit wir gerührt haben, dann nicht unbedingt für das Getränk benutzen. Deswegen wollen wir den Drink auf frischem Eis servieren. Am besten eignet sich dafür so einen Tumbler, den wir gerade da haben. Es muss nicht genau natürlich die Form sein. Und jetzt müssen wir das Eis, womit wir gerührt haben, in dem Rührglas oder in den Gefäßen, in dem wir gerührt haben, einfach nur zurückhalten. Dafür eignet sich ein Barsieb perfekt, aber man könnte auch einen Esslöffel benutzen oder eine Kelle. Da ist unser Drink eigentlich schon fertig, aber wir wollen nochmal eine aromatische Stufe hinzufügen. Und dafür eignet sich die Orange zu einem Sparschäler, erfüllt ja auch perfekt so eine Zeste abzuziehen. Was Sie jetzt tun, wir nehmen die Schale und halten die mit der äußeren Seite zum Glas und drücken kurz drauf. Und in dem Fall haben die ganzen ätherischen Öle oberflächlich über dem Drink. Die Schale mit reinlegen und da haben wir unseren Negroni. Cheers!